der Schalter hier hin, ey, Mann. Licht ist schon wichtig. Endlich mal geiler Technik-Scheiß hier in der Nagelbude. Die Firma BenQ hat mir die Screenbar geschickt. Ja. Ich soll's testen für Nägel. Man sieht einen Bildschirm und eine etwas länglichere Röhre. So. Ja, was das Ding genau ist und was es kann, das werden wir gleich im Laufe des Videos mal rausfinden. Ich habe es schon vorab einmal unboxed, also ich weiß, was drin ist. Auf meinen Social Media Accounts, Facebook, Twitter, nee, Twitter nicht, aber Facebook und Instagram, da werden vorab immer die Unboxings stattfinden. Und das Ding war da schon mit dabei. Der aufmerksame Zuschauer weiß das. Ja, und wir werden uns heute mal dieses geile Teil angucken und jetzt erstmal auspacken. Was sehen wir? Wir sehen einmal das BenQ-Zeichen. Kurz zur Firma BenQ. BenQ beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Interaktion zwischen Elektronik und dem Menschen und Gesundheit natürlich. Und ja. Die haben jetzt diese E-Reader Screenbar Lampe rausgebracht. Die soll das Arbeiten an Computern, Bildschirmen, Tablets fürs Auge angenehmer machen und euch da auf jeden Fall unterstützen, was das Augenlicht angeht. Ja, aber packen wir das Ding aber erstmal aus. Wie gesagt, BenQ, Screenbar, E-Reader Lamp. Dann sehen wir hier noch. Und ja. Hat irgendeinen Award gewonnen, keine Ahnung. Hier sehen wir die wunderschöne Lampe, wie sie an einem Monitor platziert ist. Das müssen wir gleich mal gucken, wie ich das jetzt hier unterbringe auf meinem Tisch. Müssen wir gleich mal gucken. Seite, kryptische Zeichen. Barcode. BenQ Screenbar E-Reader Lamp. So, und die Rückseite. Ich muss ihn anders machen. Kurze Anleitung. Screenbar nicht durchschieben. Nicht durchschieben, okay. Alles auf jeden Fall auch nochmal hier in Ping-Pong-Pong-Sprache. Anklicken, Monitor, Gabel, Strom. Ja, hier ist jetzt keine Anleitung dabei, wie ich das Ding bei mir auf dem Schreibtisch platzieren kann, aber muss ich gleich mal gucken. Beziehungsweise hier am Nageltisch müssen wir gleich mal gucken. So, packen wir es mal aus, was da so alles drin ist. Auf jeden Fall schon mal Pappe. Ich liebe Anleitungen auf Japanesisch. Okay. So, hier haben wir auch schon, auf jeden Fall schon mal die Halterung. Die ist für den Monitor sehr, sehr wichtig. Funktioniert auch sehr gut, habe ich im Vorfeld schon mal ausgetestet. Kabel, ganz wichtig. Und hier haben wir den Hauptakteur, die Screen Reader Lamp. Ja, das Geile an dem Ding ist, ihr könnt Farbtemperatur, Helligkeit einstellen und das Ding hat sogar einen Sensor. Das passt sich an die Umgebungshelligkeit an. Und stellt sich so ein, dass es für euer Auge angenehm ist. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen auf jeden Fall schon mal Helligkeit, Farbtemperatur. Hier ist der Sensor verbaut, also den nicht abdecken, falls ihr euch das Ding gönnen wollt. Hier könnt ihr den Autodimmer ein- und ausschalten mit diesem Touch-Knopf. Also es sind keine Knöpfe, es sind Touch. Und das hier ist der Ein- und Ausschalter. Das Ganze ist, wie ich finde, echt ganz schön verarbeitet. Bis auf diesen Aufkleber, den hätten sie ruhig an der hintere Seite machen können. Aber na gut. CE-Zeichen,
ganz klar. Und auf der Rückseite sehen wir dann auch darum, worum es geht, die ganzen LED-Lampen, die hier drin verbaut sind. So, ich werde jetzt mal kurz gucken, wie ich das hier dran kriege und dann werden wir das Teil mal anschmeißen. So, ich habe jetzt hier mal meine Tischbeleuchtung ausgemacht, damit man sieht, wie stark das Teil leuchtet. Schmeißen wir es doch mal an. Ich habe es jetzt hier mehr schlecht als recht an meiner Kamerahalterung dran gemacht. So. Ja, es ist erstmal dunkel, aber es liegt daran, dass der Lichtsensor an ist. Den Lichtsensor müssen wir jetzt erstmal ausmachen. Und dann das Ding auf volle Möhre stellen. Jetzt wird es dunkel, jetzt wird es wieder hell. So. Das wäre dann volle Möhre. Ja, ich würde sagen, hell genug für die Nägel ist es auf jeden Fall. Aber wirklich ganz knapp an der Grenze. Ich würde sogar bevorzugen, es ein bisschen heller zu haben. Und nicht nur Licht von oben, sondern auch noch ein bisschen Licht von der Seite. Damit keine doofen Schatten irgendwie auftauchen. Zudem Farbtemperatur können wir einstellen. So. So ist sehr kalt. Und jetzt wird es wärmer. Ja, Kaltlicht ist am besten für die Fingernägel oder für das Modellieren von Fingernägeln, weil es die Farben am wenigsten verfälscht. Wenn ihr jetzt wärmeres Licht nehmt, können Rottöne wärmer wirken. Ja, oder kalte Töne wärmer wirken, da wirkt alles ein bisschen wärmer. Und ja, da, um das zu vermeiden, nehmen wir Kaltlicht, weil da bleibt alles so, wie es sein soll. Ja, das kann diese Lampe auf jeden Fall schon mal. Licht ist auch genug da, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten können wir mit den Features der Regelung der Helligkeit nicht viel anfangen, weil wir wollen immer vollen Saft haben. Zudem Temperatur einstellen ist für uns auch unnütz. Genau wie der Lichtsensor, denn der wird das Licht meistens ziemlich runter reduzieren. Also auch ja, unnötig, würde ich jetzt mal sagen. Zudem hat keiner so eine Halterung an seinem Tisch. Ich glaube, ich bin der Einzige oder mit einer der einzigen Nageldesignern, der hier so ein Konstrukt an seinem Nageltisch hat. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ist die Anbringung sehr schwierig für den Normalverbraucher. Ja, also im Großen und Ganzen ist diese Lampe für 99 Euro definitiv überqualifiziert für das, was wir hier machen wollen. Da muss ich sagen, machen sich meine beiden LED-Kaltlichtlampen hier am Tisch wirklich am besten. Da habe ich von beiden Seiten genug Licht auf jeden Fall. Es wirft keine Schatten auf meine Nägel, beziehungsweise auf die Nägel der Kundin. Zudem haben sie genug Saft, um das Ganze hier vernünftig auszuleuchten. Und beide Lampen zusammen haben weniger als 50 Euro gekostet. Also auf jeden Fall günstiger und besser für das, was wir hier machen wollen. Ansonsten fände ich vielleicht auch noch geil, wenn man so eine Deckenlampe hätte, die hier dann so leicht geschwungen ist, über den Tisch hängt. Wäre auch sehr stylisch und man hat natürlich auch mehr Platz auf seinem Tisch. Werde ich mir vielleicht irgendwann mal anschaffen, mal gucken. Denn ich mag es immer, wenn ich viel Platz auf meinem Tisch habe. Und zwei Lampen, die nehmen halt schon ein bisschen was weg. So, ich habe das Ganze mal wieder abgebaut, denn da, wo es wirklich sein volles Potenzial ausschöpfen kann und sich unter Beweis stellen kann, ist genau da, wofür es auch gebaut wurde. Und zwar... Schon da. Und zwar genau dafür. Perfekt für den Bildschirmarbeit. Und zwar abends, wenn ich immer Videos schneide, ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr geiles Teil. Ich brauche keine Festbeleuchtung mehr anmachen. Das Ding spiegelt nicht im Bildschirm, ganz wichtig. Denn wenn ich da die große Lampe anmache, dann sehe ich die hier im Bildschirm und vor allem bei Mac-Bildschirmen ist es so, dass die sehr stark spiegeln und das kann einem wirklich so ein bisschen hinderlich sein bei der Arbeit, vor allem beim Videoschneiden. So, ich zeige euch jetzt noch schnell, wie das ganze Ding an dem Monitor befestigt ist. Es ist natürlich nicht geschraubt oder irgendwie sowas. Das Ganze wird einfach aufgesteckt auf die Halterung und dann auf den Monitor draufgelegt. Per USB-Kabel könnt ihr das Ganze dann hinten an den Monitor anschließen oder wenn ihr eine Steckdose habt, mit einem entsprechenden
Steckdosenadapter dann an die Steckdose. Ja, wie schon gesagt, ich habe das Ding jetzt schon 3-4 Wochen im Test, im Dauereinsatz. Und ich muss wirklich sagen, die Features, die das Teil hat, machen auf jeden Fall Sinn. Die da wären zum Beispiel die Lichteinstellung. Die Lichteinstellung könnte für mich persönlich noch ein Tacken dunkler sein. Also das Ganze dürfte gerne noch ein Tacken dunkler sein. Wenn du hier abends arbeitest, dann mag ich es nicht, wenn es so ganz krass hell ist. Ich bin mehr so der, der in der dunklen Ecke sitzt und seine Videos gerne schneide. Deswegen, es könnte für mich persönlich noch ein Tacken dunkler sein. Ja, die Warm- und Kaltlichtfunktion ist natürlich auch super. Abends immer mit warmem Licht arbeiten, dann könnt ihr besser schlafen. Sagt man so, also haben Studien rausgefunden irgendwie. Denn kaltes Licht hält euch länger wach. Das ist ja auch immer das Problem mit den... Das ist ja auch immer das Problem mit den Handys. Die haben auch meistens ein kaltes Licht. Und das sollte man abends nicht tun, also nicht noch im Bett irgendwie am Handy rumspielen, denn das hält euch länger wach. Ja, Lichtsensor stelle ich mir immer so ein, wie es gerade die Temperatur ist. Wenn es jetzt so langsam dunkel wird, lasse ich den meistens noch an. Und wenn es dann wirklich dunkel draußen ist, dann stelle ich den aus und stelle mir das Licht dann, wie ich lustig bin, selber ein. Ja, das nächste Feature wäre dann der Lichtkegel, der diese Lampe abstrahlt. Sie fällt gerade hier runter und dann vorne zu euch ab. Das heißt, diese Lampe wird niemals in eurem Bildschirm sichtbar werden und euch auch niemals blenden. Genauso wie wenn ich hier vorne sitze, wird die mich auch nicht direkt ins Gesicht blenden. Auch super. Also das Teil ist wirklich genial zum Arbeiten, vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit. So, mein Fazit zu der BenQ Screenbar. Für unsere Zwecke auf jeden Fall vollkommen überqualifiziert. Das, was das Teil kann, brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Dimmer, der das Licht regelt von alleine. Wir brauchen keine Kalt-Warm-Lichtregulierung. Das brauchen wir alles nicht. Zudem brauchen wir ein bisschen mehr Bums hinter der Beleuchtung, damit wir alles schön ausleuchten können und auch alles vernünftig sehen können. Da, wo das Ding wirklich sein Potenzial ausreizen kann und zeigen kann, was es kann, ist wirklich am Bildschirm. Damit bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Das Ding ist wirklich genial. Vor allem jetzt so in der dunklen Jahreszeit arbeite ich wirklich sehr gerne damit. Da brauche ich nicht die ganze Festbeleuchtung anmachen, um ein bisschen was auf der Tastatur zu sehen oder mir mal Notizen zu machen. Dafür ist das Ding wirklich genial. Ja, das soll es dann jetzt auch gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig Mehrwert daraus ziehen. Ich würde mich natürlich auch über Share, Teilen, Liken freuen. Ihr kennt das Spielchen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr gerne freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, euer Chris.